Ja, einen schönen guten Abend, liebe Studierende als erstes, liebe Gäste, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Alanus-Hochschule und des Fachbereich Bildungswissenschaft zur heute ersten Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung Kinder, Kinder, Erziehungsfragen und pädagogische Herausforderungen der Gegenwart. Wie ich das Kind sehe, so erziehe ich es. Keine Pädagogik ohne Menschenbild. Jede Handlung, die wir vollbringen, ist eigentlich basiert auf einer Entscheidung. Jedes Handeln ist entscheidungsbegründet. Und all diesen Entscheidungen, die wir mehr oder minder bewusst, die wir zum Teil wie implizit in uns tragen, all diese Entscheidungen ruhen auf dem, was ein bestimmtes Menschen- oder Weltbild ist, welches sich während unserer Biografie aufgrund verschiedenster Einflussfaktoren entwickelt hat. Und insbesondere jedes erzieherische Handeln ruht auf einem solchen Menschen- oder Weltbild auf. Jetzt kann man fragen, was ist ein Menschen- oder Weltbild? Das ist ein sehr großer, weit gefasster Begriff. Und wenn man einen Einzelnen quasi das Mikro vor den Mund hält und fragt, was ist ihr Menschenbild oder was ist ihr Weltbild? Ja, da würde man gerne Essays drüber schreiben, aber man kann es sehr schwer nur in Worte fassen, weil es zum Teil sehr unbewusste Elemente sind, die unser Menschenbild und unser Weltbild formen. Es sind eigentlich so etwas wie Werthaltungen, die wir haben, gewachsene Überzeugungen, Gewohnheiten, die wir quasi aufgrund unserer Erziehung und Sozialisation erfahren haben. Und aus dem allen, das wird dann durch Gespräche mit Freunden oder auch durch Vorträge wie solche vielleicht noch reflektiert und angereichert. Hinzu kommt natürlich der große Einfluss der Medien, die uns an allen Stellen unseres Lebens umgeben und diese Werthaltungen, diese Überzeugungen prägen, sodass wir immer das Gefühl haben, ja, das sind wir, das sind unsere Überzeugungen, ich mache das, weil ich das so will. Was aber genau dahinter steht, ist relativ diffus. Und im erzieherischen Handeln sind wir nun in der interessanten Situation, dass das, was diffus als Weltbild, als Menschenbild in uns lebt, dass wir das wie weiter transportieren. Dass die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir in erzieherischen Prozessen als Eltern, als Pädagogen, Lehrer und so weiter zu tun haben, dass die ihre eigene Grundhaltung weiter transportieren. Das fängt bei kleinen Entscheidungen an, in Anführungsstrichen kleinen Entscheidungen. Welche Nahrung nehmen wir zu uns? Die Frage des Essens wird auch breit diskutiert. Wie kann man sich sinnvoll ernähren? Die Frage der Kleidung ist ein nächster Aspekt, der hinzukommt. Also Essen, Kleidung, das sind Dinge, die schon quasi bestimmte Entscheidungen mit sich bringen. Wenn wir dann mit Kindern zu tun haben, ist sofort die Frage auch, wie verbringen wir Zeit mit den Kindern? Man kann das als Freizeitgestaltung bezeichnen. Welche Spielzeuge sind für Kinder sinnvoll? Gerade Spielzeug transportiert heute in einem hohen Maß ein Menschenbild. Schon allein Genderfragen, also Spielzeug, was mehr für Jungs quasi produziert wird, Spielzeug, was mehr für Mädchen produziert wird, da werden Weltbilder festgelegt, in denen die Kinder wie hineinsozialisiert werden. Und diese Entscheidungen treffen Eltern quasi vom Tag X an, also von der Geburt an, werden diese Werthaltungen transportiert. Und das ist auch nicht quasi abzustellen, das ist auch nicht das Problem. Aber die Frage ist, wie können wir das reflektieren? Wie können wir so damit umgehen, dass wir auch hinter diesen Werthaltungen tatsächlich stehen können? Und das ist eine Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte heute. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen von diesen einfachen Dingen, Kleidung, Ernährung und so weiter, Freizeitgestaltung, wenn wir einen Schritt weitergehen, steht die Bildungsfrage vor uns. Was ist die richtige Bildung? Was ist die sinnvolle Bildung, die wir für unsere Kinder und Jugendlichen wünschen? Das fängt im Kindergarten an und geht dann eben auch in die Schule bis zur Schulwahl weiter. Was sind also sinnvolle Entscheidungen, die mit Bildung zusammenhängen? Und darauf möchte ich heute insbesondere in meinem Vortrag als Bildungswissenschaftler eingehen. Wie spielen Menschenbilder in der Bildung eine besondere Rolle? Und das möchte ich insbesondere am Lernverständnis und Lernbegriff versuchen zu verdeutlichen.
Zunächst aber allgemein auf den Begriff der Bildung geschaut. Wir sehen, dass wir in der Gegenwart ein Bildungskonzept haben, mit dem wir quasi alle befasst sind, wo ein Begriff eine Rolle spielt, von dem man sich fragen kann, passt der da überhaupt hinein? Und das ist der Begriff, von dem wir in Anführungsstrichen alle überrannt werden, das ist nämlich der Begriff der Schnelligkeit. Seit PISA steht Bildung unter dem Paradigma, dass sie schnell geschehen müsse, weil Bildung ökonomisch begriffen wird. Wir stehen in einer ökonomischen Herausforderung. PISA hat gezeigt, dass Deutschland im internationalen Bildungsmarkt nicht wettbewerbsfähig ist oder nicht so, wie man es sich wünscht. Und Bildung wird deshalb unter ökonomischen Gesichtspunkten gedacht. Und im ökonomischen Kontext wird im Wesentlichen der Aspekt der Schnelligkeit betont. Bildung muss schnell erfolgen. Das sieht man daran, Kinder werden möglichst früh eingeschult. Also das Einschulalter wird immer mehr nach vorne verlegt. Dann fangen die Tests an. Das heißt, recht bald muss man wissen, wie stehen die Kinder innerhalb ihrer Lern- und Bildungsbiografie. Dann haben wir die berühmte Schulzeitverkürzung, dass wir von G9 auf G8 umgesattelt sind, dass die Kinder auch schneller wieder aus der Schule herauskommen. Das heißt, das Paradigma der Schnelligkeit ist etwas, was ohne weiteres Teil unseres Bildungsverständnisses geworden ist, was sehr viel Stress erzeugt für alle Beteiligten, Eltern, Schüler, Lehrer auch, weil man sich diesem Schnelligkeitsdiktat ohne weiteres unter ökonomischen Gesichtspunkten unterworfen hat. Dabei muss man sich fragen, passt der Begriff der Schnelligkeit, passt der eigentlich zu dem, was Lernen ist? Passt der zu dem, was Bildung ist? Man kann ja sagen, gut, in manchen Bereichen ist Schnelligkeit wirklich der geeignete Maßstab. Beispielsweise, wenn man auf Computer achtet oder Smartphones oder so, da weiß man, je schneller, je besser. Da hat man keine Fragen dran. Man wird sich nicht freiwillig einen langsamen Computer kaufen, aus Weltanschauungsgründen oder so, sondern da ist die Schnelligkeit implizit. Beim Sport sind wir gewohnt, dass Schnelligkeit eine bestimmte Bedeutung hat. Also wir gerade im technischen Bereich merken wir, ist Schnelligkeit tatsächlich ein sinnvoller und geeigneter Parameter, mit dem wir arbeiten können. Beim Lernen ist es aber die Frage, ist das tatsächlich für den Lernen der angemessene Parameter, mit dem wir da arbeiten? Und da bin ich auf ein Zitat von Manfred Spitzer gestoßen, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Manfred Spitzer schreibt in seinem Buch Lernen: Wenn wir eine Fähigkeit lernen, so können wir sie schrittchenweise immer besser. Dieses Lernen, man nennt es auch Üben, geht langsam voran. Man konnte zeigen, dass ein wirklich guter Musiker bis zum etwa 20. Lebensjahr mindestens 10 Stunden mit seinem Instrument zugebracht hat. 10.000 Stunden. Auch bei Fließbandarbeitern wurde nachgewiesen, dass die Leistung langsam zunimmt und dass eine optimale Leistung erst nach 1 bis 2 Millionen solcher Handgriffe erreicht wird. Wir Menschen lernen im Verhältnis zur Tierwelt, sind wir die langsamsten Lerner überhaupt. Wir brauchen enorm lange. Das weiß man in der Entwicklungspsychologie. Wenn ein Pferd geboren ist, es sollte, glaube ich, in einer Stunde sollte es laufen, sonst gibt es ein Problem. Das dauert bei uns eben ein Jahr. Und bis wir irgendwie gesellschaftsfähig sind, braucht es 18 Jahre, manchmal länger. Je nachdem, wie die Erziehung funktioniert. Das heißt, wir brauchen Zeit als Menschen. Das ist also in der Tierwelt völlig anders eingerichtet. Da passiert, man könnte ja sagen, wäre das nicht optimal, wenn wir unsere Dreijährigen schon auf die Uddis schicken können, anstatt irgendwie 18 Jahre zu warten. Ökonomisch gesehen hätte wahrscheinlich keiner was dagegen. Die könnten früher Geld verdienen, unsere Rente wäre gesichert. Also rein ökonomisch würden solche, und so denkt man ja, je schneller die in den Arbeitsmarkt kommen, je besser ist die Rente versorgt. Das funktioniert bei uns Menschen nicht. Wir brauchen Zeit und dieses Üben und sich immer wieder und wieder auf etwas einzulassen, scheint Teil unserer Lernstruktur zu sein.
Jetzt gibt es aber einen Bereich, den hat Manfred Spitzer auch untersucht. Da geht es nicht ganz so langsam zu. Da sagt er Folgendes. Da sagt er, es wundert keineswegs, dass die bahnbrechenden Entdeckungen in Mathematik und Physik von jungen Leuten gemacht wurden. Die Physik der 20er Jahre ist auch als die Physik der 20-Jährigen bekannt. Rasches Lernen, Bereitschaft zum raschen Umlernen, große Verarbeitungskapazität und rasche Verarbeitungsleistung sind offensichtlich nötig, um in Mathematik und Naturwissenschaften Bahnbrechendes zu leisten. Junge Leute sind hierfür prädestiniert. Anders ist es in den Sozialwissenschaften. Komme ich gleich drauf. Also hier wird ein Bereich der Befähigung genannt, nämlich mathematisches Denken, rational-kognitive Bereiche, intellektuelles Denken, wo Schnelligkeit tatsächlich offensichtlich eine Bedeutung hat und das tatsächlich auch ans Lebensalter gebunden ist. Die müssen jung sein, um gewissermaßen an der Stelle mit der Weltspitze als Informatiker oder Physiker oder sonst was mithalten zu können. Also bestimmte Formen des Denkens, bestimmte Fähigkeiten scheinen schnell zu sein. Und man weiß als Lehrer in der Schule sofort, man hat auch die schnellen Schüler vor Augen, die diese schnelle Auffassungsgabe haben, eine schnell zugreifende Intellektualität haben. Das scheint in diesen Bereich hineinzugehören. Davon unterscheidet Spitzer aber jetzt die Sozialwissenschaften. Da heißt es, Theorien der Grundlagen des Umgangs miteinander, Reflexionen über Ethik und soziale Fragen sind daher die Domänen älterer Menschen. Ältere Menschen lernen zwar langsamer als junge, dafür haben sie jedoch bereits sehr viel gelernt und können dieses Wissen dafür einsetzen, neues Wissen besser zu integrieren. Also da, wo wir also quasi nicht singulär intellektuell etwas verfolgen, sondern wo wir in Austausch, in Sozialprozesse, wo wir auch bewerten müssen, das ist was ganz Entscheidendes in den Sozialwissenschaften, dass wir auch nicht nur quasi der Logik eines Gedankens folgen, sondern quasi etwas bewerten müssen, da braucht es quasi eine andere Art des Lernens, etwas, was eben mehr mit Zeit verbunden ist. Und Spitzer fasst es dann sehr schön zusammen. Moralisch handeln, sich in einer komplexen Lebensgemeinschaft zurechtfinden und vielleicht sogar ein erfülltes und glückendes Leben aus der Beliebigkeit und Winzigkeit der Existenz zu distillieren, ist eben letztlich die höchste Leistung, zu der Menschen fähig sind. Wen wundert es da, dass der Mensch zum Erlernen sozial kompetenten moralischen Handelns länger braucht als zum Erlernen jeglicher anderer höheren geistigen Leistungen? Da ist eine gewisse Werthierarchie drin, die Spitzer hier hineinbringt, wo ich vielleicht vorsichtig wäre, das ist, kommt leicht in so ein Schwarz-Weiß-Muster, also hier moralisches Handeln und hier bloß intellektuelles Denken. Mir geht es nicht um diese Werthierarchie, die ja auch ein bestimmtes Weltbild bei Spitzer beinhaltet, sondern mir geht es erstmal nur um das Phänomen, dass wir als Phänomen beobachten müssen, es gibt Dinge, wofür wir Zeit brauchen. Und die Frage ist, müssen wir in der Bildung nicht auch diese Zeit zur Verfügung stellen? Braucht Bildung nicht auch Zeit, damit solche moralischen Qualitäten, solche Bewertungsfragen auch im jungen Menschen entwickeln können? Das heißt, ein 1er-Abi kann man relativ schnell vielleicht bei den Menschen, die entsprechend begabt sind, erzeugen, aber damit ist nichts über quasi, was der Bildungswert dieses 1er-Abis ist. Darüber ist aber nichts ausgesagt. Und das ist der Punkt, der hier in Frage gestellt ist. Auf dieser Basis, also des Begriffes der Schnelligkeit, wollte ich diesen Beitrag einleiten, um an diesem Punkt sichtbar zu machen, es braucht, wenn man mit dem Begriff der Bildung umgeht, tatsächlich einen angemessenen Parameter, diesen Begriff auf sich selbst hin richtig zu verstehen. Und Schnelligkeit ist dezidiert nicht der richtige Parameter. Und das ist das Problem der Bildung, in der wir gegenwärtig unter dem ökonomischen Druck stehen. Ich möchte nun dezidierter auf den Lernbegriff eingehen und zu fragen, was heißt denn Lernen, wie können wir Lernen verstehen und was wäre denn ein angemessenes Begriffsinstrumentarium, um das Lernen des Menschen einordnen zu können. Und ich gehe kurz
das ist nur ein kurzer Teil, wo ich einen theoretischen Hintergrund versuche sichtbar zu machen. Wie haben Menschen bisher über Lernen nachgedacht? Natürlich, das geht in die Antike zurück. Seit Platon und Aristoteles haben Menschen sich Gedanken gemacht, wie der Mensch lernt oder auch wie Verstehen im Menschen generiert wird, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert. Die Philosophen haben sich damit ausführlich auseinandergesetzt. Im heutigen Verständnis, ich sage es sehr vorsichtig, im heutigen Verständnis wissenschaftlich, ist das Lernen oder die Untersuchung des Lernens, die Forschung zum Lernen eigentlich noch relativ jung. Das hat nämlich so etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestartet. Da sind die ersten Lerntheorien entwickelt worden. Eins weiter. Und zwar ist das bekannt geworden unter dem Stichwort, auch heute noch bekannt, unter dem Stichwort des Behaviorismus. Da haben diese beiden Persönlichkeiten, Pavlov und Watson, Sie kennen die Tierversuche, die sie gemacht haben, sich gefragt, wie funktioniert Lernen? Das war also die naturwissenschaftliche Fragestellung. Und haben das an Tieren begonnen zu untersuchen. Wie lernen Tiere etwas? Und sind auf einen sehr, sehr brauchbaren, soliden und auch belastbaren, das ist mir ganz wichtig, belastbaren Lernbegriff bekommen, nämlich dass Lernen im Wesentlichen eine Art Konditionierung ist, also durch Lob und Strafe, vor allen Dingen Lob wirkt da sehr viel oder auch in irgendeiner Weise, dass man was dafür bekommt, dass man was gelernt hat. Und das kann quasi in sehr, sehr kleinschrittigen Reizreaktionsschemata runtergebrochen werden. Das heißt, auf einen bestimmten Reiz folgt dann eine erwünschte Reaktion. Also ein Lernbegriff, der für Tiere so wirkt, aber den wir ohne weiteres auch bei Menschen anwenden können. Ich gehe später noch darauf ein. Das war also die erste Idee, dass Lernen eigentlich eine Art Ursache-Wirkungsprinzip ist. Ich muss also so konditionieren, dass wenn ich bestimmte Reize, bestimmte Ursachen quasi verwende, erwartbare Reaktionen am Ende herauskommen. Ein vergleichsweise mechanischer Lernbegriff, aber wie gesagt, der ist im Prinzip belastbar. Darauf komme ich noch zu sprechen. Dann ging es weiter. Die Forscher haben gedacht, naja gut, bei Tieren ist es so, aber der Mensch, da kommt ja noch was hinzu, da kommt so etwas wie ein kognitiver Prozess, da kommt Denken hinzu, da kommt Verstehen hinzu. Und wenn ich tatsächlich verstehen will, jetzt wie Menschen im Unterschied zu Tieren lernen, muss ich eigentlich einen Schritt weiter gehen, muss fragen, wie ist quasi die Verstehensstruktur, wie ist die Kognitionsstruktur des Menschen beschaffen. Und damit haben sich vor allen Dingen Piaget beschäftigt, der hat es an seinen eigenen Kindern sehr genau, auch phänomenologisch beobachtet, wie entwickelt sich das Verstehen von Kindern im Laufe ihrer Entwicklung. Und ein anderer Forscher ist beispielsweise Vygotsky, der hat es mehr in einem soziokulturellen Umfeld angeschaut und hat vor allen Dingen die Sprache als Medium des Lernens sich genauer vergegenwärtigt. Das war also ein zweiter Zugriff, der damals geleistet wurde. Dann geht es weiter, dass man über die bloße Logik des Verstehens hinausgeht und mit diesen Persönlichkeiten Köhler und Bandura hat man sich gefragt, ja, aber es kommt noch etwas hinzu, das ist der Faktor der Einsicht. Also nicht bloß Logik führt zum Lernen, sondern dass ich persönlich für mich etwas einsehe. Es spielen auch, das ist bei Bandura sehr wichtig, die Frage der Selbstwirksamkeit. Es spielen auch soziale Vorgänge eine große Rolle. Also Lernen ist ein hochaktives Geschehen, was an die Individualität gebunden ist und was vor allen Dingen an Einsichtsvorgänge gebunden ist. Und einen letzten Schritt, den ich vollziehen möchte, relativ spät haben sich eigentlich die Profis des Lernens damit befasst, nämlich die Lehrer oder die Pädagogen. Das heißt, die Lerntheorien wurde sehr spät überhaupt erst durch Pädagogen angeschaut. Das heißt, die täglich damit zu tun haben, haben sich relativ spät dafür interessiert oder haben zumindest sich die Mühe gemacht, das ins Auge zu fassen. Und da kommen zentrale andere Begriffe hinein. Da kommt der Begriff des Sinns hinein. Ist das sinnvoll, was ich lerne? Das ist das für Pädagogen entscheidend. Und das ist vor allen Dingen Käthe Meyer-Drawe, die hat einen phänomenologischen Blick auf das Lernen entwickelt.
Sie hat einen ganz interessanten Gedanken. Normalerweise denkt man, dass Lernen wie sukzessiv immer weitergeht. Ja, vorher weiß man nichts, am Ende weiß man viel. Das ist wie so quasi eine Seilbahn. Und so hätte man gerne auch einen Bildungsweg und ein Curriculum gezeichnet, dass man sich irgendwie am Anfang in die Seilbahn setzt, also sprich Kindergarten, und dann geht es mit ziemlich viel Schwung, bis man oben an den Berg angekommen ist und sein Abi in der Tasche hat oder Bachelor oder was auch immer. Das heißt, das ist ein ununterbrochener Aufstiegsprozess. Und sie hat dann dargestellt, das ist ein sehr schönes Buch, Diskurse des Lernens, sie hat dann dargestellt, nein, Lernen geht nicht sukzessiv. Zu jedem Lernprozess gehört so etwas wie eine Krise, gehört so etwas wie ein Scheitern. Scheitern ist quasi, gehört dazu, ist implementär hinzuzudenken, die Krise, die jemand hat, dass er mit etwas nicht zurechtkommt, dass er Fehler macht, ist Teil des Lernprozesses. An den Fehlern, die ich mache, entsteht überhaupt das Bewusstsein, wie ich es richtig machen kann. Also wenn Sie nicht als Skiläufer ziemlich oft auf die Nase gefallen sind zu Beginn, wissen Sie gar nicht, wie es richtig sein soll. Sie müssen die Fehler machen, damit Sie an den Fehlern wissen, wie Sie sich korrigieren können. Sie merken sofort, welcher Sinn dieser Gedanke in diesem Gedanken ist. Wenn ich das als Pädagoge ernst nehme, gehe ich mit Fehlern ganz anders um. Fehler sind quasi nicht die Objekte meines Rotstiftes, die ich also anfange ständig zu verurteilen oder wofür ich Schüler anfange zu bewerten, weil sie alles Mögliche schlecht gemacht haben, sondern Fehler sind die Gelegenheit, Bewusstseinsprozesse zu entfalten, um es besser zu machen. Das ist wie ein Sprungbrett, das ist wie eine Chance. Das heißt, man braucht auf Basis eines solchen phänomenologischen oder pädagogischen Lernbegriffs, wie ihn Käthe-Meyer-Drawe entwickelt hat, braucht man ein ganz anderes Konzept, mit Fehlern umzugehen. Man braucht eine ganz andere Bewertungskultur, eine ganz andere Ermunterungskultur, dass die Schüler quasi auch bereitwillig ihre Fehler anschauen lernen. Ich kann das selber, ich erzähle das vielleicht als einen kleinen Einschub. Ich bin selber Deutschlehrer, das ist, sagen wir mal, in Anführungsstrichen ein fehlerintensiver Beruf. Also je nachdem, in welcher Klassenstufe man sich bewegt. Ich war Deutschlehrer eben auch in der 9. Klasse, so typische Mittelstufenschüler. Zudem an einer Waldorfschule, die, was so Rechtschreibung angeht, vielleicht auch nicht das so auf ihre Fahnen geschrieben hat, das besonders gut zu können. Jedenfalls hatte ich ziemlich viel in meinen Freizeiten, die man als Lehrer hat, also nachmittags und in den Ferien, hatte ich Arbeiten zu korrigieren und musste ständig natürlich mit dem Rotstift arbeiten und hatte das Dilemma, dass die Schüler sich am Ende für nichts interessieren, was ich da reingeschrieben habe. Jedes Korrekturfach leidet darunter. Die Schüler nehmen ja die Arbeit, die ich mir gemacht habe, gar nicht ernst. Die sehen die Note oder sehen das Gesamtergebnis und sind zufrieden oder auch nicht. Aber wie kann ich produktiv mit Fehlern umgehen? Und dann schreckt das ja auch ab, wenn man da zu viel reinschreibt und so weiter. Und dann habe ich eine Methode angewandt. Ich habe dann die Aufsätze, die ich bekommen habe, da habe ich die 10 interessantesten Fehler oder auch 15, manchmal auch 20 interessantesten Fehler herausgeschrieben. Sprich die, die immer wieder kommen, die, die irgendwie signifikant sind, die, die sie jetzt endlich mal irgendwie nicht mehr machen müssten und die trotzdem 5-mal kommen und was man so alles hat, was einem das Leben versüßt als Deutschlehrer. Das habe ich aufgeschrieben und anonymisiert, damit die Schüler sich jetzt auch nicht irgendwie jetzt entblößt fühlen, dass ich jetzt quasi die damit irgendwie konfrontiere, was sie vielleicht für einen komischen Satzbau verwendet haben oder für Ausdrucksfehler und so weiter. Sobald aber diese Zettel dann an die Schüler verteilt gewesen sind, gab es quasi wie so ein Enthusiasmus, die wollten sich darin wiederfinden. Das Herr Schieren, das ist von mir der Satz. Und waren dann stolz vor der ganzen Klasse, dass sie auch auf diesem Fehlerranking quasi bei den Highlights nicht the best of, was sagt man dann, the worst oder so. Hauptsache man kommt vor. Das heißt, also zumindest frustriert habe ich die Schüler damit nicht. Und das war natürlich eine Gelegenheit, dass genau das passiert. Man schaut die Aufgabe, wann immer, schaut euch an, entdeckt den Fehler. Das ist erstmal die erste Herausforderung. Gibt es überhaupt einen? Konnte man aber vermuten bei den Sätzen. Und dann, wie mache ich es besser? Und diese Art, mit Fehlern umzugehen, das ist etwas, was gerade durch solche pädagogischen Lerntheorien eben auch befördert worden ist. Jetzt kann man sich fragen, ja, was ist der richtige Lernbegriff? Und meine Antwort darauf ist, es gibt es nicht. Es gibt nicht richtig oder falsch beim Lernen. Und das ist genau der Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte. An der Stelle gibt es nicht richtig oder falsch, sondern es gibt die Entscheidung für etwas oder gegen etwas.
Und als Pädagoge komme ich um diese Entscheidung nicht herum. Denn der Behaviorismus funktioniert nicht schlechter als das, was Käthe-Meyer-Trave macht. Im Gegenteil, wahrscheinlich unter harten Bedingungen ist der Behaviorismus sogar das Bessere, das heißt das Schnellere. Wenn ich also Drill ausübe auf dieser Reizreaktionsebene, kann ich wahrscheinlich wahnsinnig gute Testergebnisse erzeugen. Und wir wissen, dass das unser Problem ist, dass wir Testergebnisse versuchen zu erzeugen. Auch die Lehrer stehen unter diesem Druck. Das heißt, vom Funktionieren des Lernens, wenn ich also nur den Outcome anschaue, gibt es nicht ein richtig oder falsch, sondern ich muss mich entscheiden. Beispielsweise ist der Behaviorismus in der Militärerziehung, also da, wo Militär ausgebildet wird, wahrscheinlich, ich habe da jetzt nicht sehr viel Erfahrung mit, vielleicht sind Fachleute da, aber ich vermute mal, ist der Behaviorismus ein sinnvolles Instrument, denn der Aspekt der Einsicht und die Frage des Sinns, das ist nicht etwas, was Soldaten im Moment, wo sie einen Befehl bekommen, sich mit auseinandersetzen sollten, also in Anführungsstrichen vielleicht, wo Grenzen des Humanen oder wie auch immer. Es ist nicht ganz so ironisch gemeint, wie es jetzt rüberkommt, nur Einsicht und Sinn ist auf einer bestimmten Ebene nicht das, was das Lernergebnis sein soll, sondern es ist quasi eine Befehlshierarchie notwendig und die muss funktionieren und wenn irgendwo ein Befehl ankommt, muss der durchgeführt werden und nicht jemand sagt, ja, jetzt denke ich mal drüber nach, ob ich das gut finde. Das heißt, da ist der Behaviorismus sicherlich sinnvoll. Interessanterweise findet die gesamte Computerspiel-Freizeitgestaltung der Jugendlichen auch unter diesem behavioristischen Paradigma statt. Das wird eingeimpft. Die sehen einen Reiz und müssen mit ihren Fingern möglichst schnell, was immer sie in den Händen haben, reagieren. Das heißt, dieses Reizreaktionsschema ist das, wie unsere Computerspiele, wie das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen wesentlich dominiert ist. Das wirkt und wird auch angewendet. Wenn man aber sagt, ich habe einen anderen Anspruch an Bildung, ich möchte Selbstwirksamkeitsprozesse ernst nehmen, ich möchte Einsichtsvorgänge ernst nehmen, ich möchte Sinnerlebnisse in meinem Bildungsvorgang vermitteln, dann trete ich in andere Bildungstheorien hinein, die nicht, das ist immer das Wichtige, die nicht besser oder schlechter sind, die nicht richtig oder falsch sind, die aber ein anderes Menschenbild implizieren. Und darauf möchte ich aufmerksam machen, dass man um eine Entscheidung nicht herumkommt, dass es die Entscheidung braucht, um sich für einen bestimmten Bildungsprozess zu interessieren, um sich dafür einzusetzen. Jetzt ist bei mir so, ich vertrete hier an der Landeshochschule eine Professur für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Waldorfpädagogik, bin selber, das ist gerade die Anekdote gewesen, Waldorflehrer gewesen, habe Deutsch unterrichtet in der Oberstufe und habe mich für dieses pädagogische Konzept und für dieses Bildungskonzept begeistern können und möchte Ihnen nun den Lernhintergrund der Waldorfpädagogik vor dieser Frage versuchen darzustellen. Auch nicht, dass ich sage, das ist das Richtige und das andere ist das Falsche oder das ist das Bessere und das andere ist das Schlechtere, sondern um zu zeigen, wie hier bestimmte Menschenbildentscheidungen einfließen, für die ich mich entschieden habe. Das heißt, ich vertrete eine bestimmte Entscheidung, die ich im Kontext anderer möglicher Entscheidungen getroffen habe, so freilassend wie möglich, sodass Sie sich damit auch auseinandersetzen können. Das heißt, ich möchte eingehen auf das Lernverständnis der Waldorfpädagogik und was dessen Hintergrund ist. Und da komme ich auf einen ersten Aspekt zu sprechen, und zwar auf die Erkenntnislehre, die der Waldorfpädagogik zugrunde liegt, nämlich der Vorstellungsbegriff Rudolf Steiners. Steiner hat eine bestimmte Idee, wie Erkennen, wie Verstehen abläuft. Und das ist nicht ganz kompatibel mit dem, was wir gewöhnlich damit verbinden. Gewöhnlicherweise haben wir einen Verstehensbegriff, der eher eine Art Abbildcharakter hat. Das heißt, wir haben eine Welt, die begegnet uns, wesentlich durch unsere Augen, Ohren, durch unsere Sinne. Und dann bilden wir Vorstellungen bezogen auf das, was uns quasi durch die Sinne vermittelt wird. Das heißt, unser Bewusstsein schafft ein Abbild in uns dessen, was in der Welt draußen sich darlegt.
Und das hat Steiner als naiven Realismus bezeichnet, dass wir glauben, die Dinge der Welt seien einfach so da und wir würden sie im Bewusstsein nur abbilden. Er hat dazu eine andere Theorie. Er ist der Meinung, dass wir in das, was die Welt ist, dass wir da wie quasi bewusstseinsmäßig drin verbunden sind, dass das ein Prozess ist, an dem wir ständig partizipieren, an dem wir ständig teilnehmen. Es gibt nichts Fertiges draußen, was bloß abbildhaft wie bei einer Kamera oder beim Fotoapparat dann im Bewusstsein erscheint, sondern von Anfang an sind Mensch und Welt in einem Bewusstseinsdialog in gewisser Weise. Und dabei entsteht das, was Wirklichkeit ist. Das heißt, wir sind nicht außerhalb der Wirklichkeit als Betrachter, wir sind Teil der Wirklichkeit. Und das ist ein ganz zentraler Topos bei Steiner, der Mensch als Teil der Welt, damit auch jemand, der für die Welt verantwortlich ist, der Initiative in der Welt für die Welt ergreifen kann und nicht außerhalb steht und bloß guckt, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, wie er sich quasi sein Wohlleben sichern kann, Ressourcen ausbeutet, wie wir das heute halt so fröhlich machen. Das heißt, wir benutzen die Welt, um uns in einigermaßen bewusstseinsmäßig befriedigende Verhältnisse zu bringen, übernehmen aber keine Verantwortung, weder für Tiere noch für Pflanzen und oft auch nicht für unsere Mitmenschen. Wir stehen außerhalb des Weltgestehens und sind nicht richtig Teilnehmende. Das war aber Steiners Erkenntnisbegriff. Und er sagt, dieser Moment, indem wir in diesen Prozess eintreten, ist eine Verbindung zweier Elemente, nämlich etwas, was von außen kommt, das sind die sinnlichen Wahrnehmungen, die uns begegnen. Und für diese sinnlichen Wahrnehmungen müssen wir Begriffe finden, müssen wir Zusammenhänge finden, müssen wir Sinnstrukturen entwickeln, Bedeutsamkeiten, die diese Wahrnehmungen quasi in einen Kontext hineinstellen. Das ist etwas, was eine hohe Bewusstseinsaktivität ist, eine Leistung, die wir aufbringen müssen und womit wir überhaupt erst Strukturen innerhalb der Welt veranlagen und die Welt zu dem machen, was wir dann als Vorstellungsbild am Ende dieses Prozesses in unserem Bewusstsein tragen. Ich habe das sehr verkürzt. Der Grundgedanke ist, der Mensch als Teil der Wirklichkeit, als partizipatives Wesen, was verantwortlich ist für das, was in der Welt vorgeht. Und ein Konzept ist bei Steiner ganz entscheidend. Was passiert aus dieser Begegnung von Mensch und Welt, die in jedem Bewusstseinsmoment stattfindet, in jeder sozialen Begegnung, überall da, wo uns Welt begegnet, passiert etwas. Und dafür steht in der Waldorfpädagogik der Begriff der Fähigkeit. Jedes Mal, wenn wir in die Welt hineingehen, im Ausschnittsbereich einer bestimmten Sache, es kann ein Schulfach sein, wir haben Englischunterricht, wir haben Französischunterricht oder so etwas, wir müssen uns mit einer Sprache beschäftigen, die wir vorher nicht kennen. Wir begegnen der Welt in Form dieser bestimmten Sprache, sehr allgemein gesprochen, und im besten Falle bleibt etwas übrig, nämlich eine Befähigung, uns etwas mehr in dieser Sprache zu bewegen. Ich versuche das an einem Beispiel etwas plastisch deutlich zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Schulstunde, sagen wir in der dritten Klasse, das wird nicht vorkommen, aber ich möchte nur das Beispiel verwenden, und in dieser Schulstunde geht es um das Fahrradfahren. Und der Lehrer erklärt, wie Fahrradfahren funktioniert und sagt, Fahrradfahren ist ganz leicht, man setzt sich auf einen Sattel, man hält den Lenker fest, man stellt die Füße auf die Pedale, man tritt die Pedale und passt auf, dass man nicht nach links oder rechts fällt. Das ist im Prinzip Fahrradfahren. Das können die Kinder in ihre Hefte schreiben und am nächsten Morgen fragt man die Kinder, habt ihr behalten, was Fahrradfahren ist? Und die können es genauso wieder, aber kein Kind kann Fahrradfahren. Da ist nichts passiert. Da ist quasi im Kopf was angekommen, aber es ist keine Fähigkeit geblieben, keine Fähigkeit. Wenn ich aber tatsächlich Fahrradfahren lernen möchte, kommt das, was Spitzer zu Beginn gesagt hat, was ich vorgelesen habe, dann muss ich üben. Dann muss ich mich mit diesem Weltbereich tätig, eigenaktiv auseinandersetzen. Und das ist das Entscheidende, dass ich also in den Lernprozess Eigentätigkeit involvieren muss. Ich muss mich mit etwas, was ich nicht kann, so intensiv übend beschäftigen, dass ich es am Ende kann. Das heißt, der Gewinn dessen, was ich aus der Welt mitnehme, sind die Fähigkeiten, die ich erworben habe. Und in jeder Fähigkeit
erlebe ich, dass ich mit einem Weltbereich in Übereinstimmung gekommen bin. Ein Teil der Welt wird zu einem Teil von mir. Ich habe mich im Fahrradfahren mit dem Gesetz des Gleichgewichtes in diesem Ausschnitt so verbunden, dass ich es selbst vollziehen kann. Und es ist stimmig. Ich habe, wenn ich eine Fremdsprache gelernt habe, mich mit den Gesetzen, mit den Inhalten dieser Sprache so verbunden, dass sie Teil meiner selbst geworden sind. Das heißt, Lernen und Bildung heißt vor diesem Hintergrund, das heißt so etwas wie Weltaneignung, Erweiterung der eigenen Persönlichkeit um den Anteil an Welt, mit dem ich mich gerade befasst habe, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Es ist eigentlich eine Art Identität, prozessuale Identität zwischen Welt und Selbst im Ausschnittsbereich dieser Fähigkeit entstanden. Wenn ich ein Instrument lernen möchte, Geige oder so, hilft es nicht, dass ich ein ganzes Jahr lang 10 Bücher über das Geigenspiel lese. Ich weiß dann alles, aber ich kann nichts. Das heißt, Lernen muss immer auch eine personale, aktive Eigenauseinandersetzung und das nicht nur im Handlungsbereich, sondern auch im intellektuellen Bereich, deshalb erwähne ich auch Fremdsprachen, eine eigenaktive, personale Auseinandersetzung mit diesem Weltbereich sein und dann entsteht eine Art Transformation. Ich bin am Ende des Lernprozesses ein anderer. Und das ist für Kinder und Jugendliche ein außerordentlich befriedigendes Erlebnis. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das, was man kann, daran freut man sich. Kinder freuen sich, das zu zeigen, was sie können. Damit auch umzugehen, das quasi in Austausch miteinander zu bringen. Das ist vielleicht ein Stolz, das ist vielleicht eine kleine Eitelkeit dabei, aber das ist auf das, was man sich erworben hat, kann man zu Recht stolz sein. Da ist nichts Problematisches dabei, weil man tatsächlich an der Stelle jemand anderes geworden ist und das erweitert quasi das Selbstbewusstsein, gibt einem auch ein anderes Selbstvertrauen. Das heißt, wenn ich eine Bildung darauf aufbaue, dass im Wesentlichen Fähigkeiten und nicht abstrakte Wissensinhalte, also Fahrradfahren geht so und so, das wäre der Gegensatz, den ich gerade versuche zu entwickeln, also dass ich tatsächlich Bildung auf Fähigkeitenerwerb aussetze, habe ich ein anderes Bild, wie ich auch Bildungsprozesse organisiere. Ich muss in jedem Lernvorgang möglichst viel Eigenaktivität, möglichst viel Eigenauseinandersetzung, möglichst viel selbstwirksame Aspekte einsetzen, damit dieser Auseinandersetzungspunkt geschieht. Das wäre ein nächster Aspekt, der hinzukommt. Käthe-Meyer-Drawe spricht an der Stelle vom Einspruch der Dinge. Das heißt, was lerne ich eigentlich? Ich lerne die Dinge. Es gibt in der Pädagogik, auch in der Erziehungswissenschaft, heute den populären Begriff, wir müssen das Lernen lernen. Es hört sich irgendwie toll an, aber das heißt so viel, wir müssen das Sprechen sprechen. Also es ist erstmal, logisch gesehen, ist es eine Tautologie. Ja, es ist irgendwie, es ist kein echter Erkenntnisgewinn, das Lernen zu lernen. Und das ist aus dem Konstruktivismus heraus irgendwie ein netter Gedanke. Ich möchte dem was entgegensetzen. Nein, wir lernen nicht das Lernen. Lernen heißt Dinge lernen. Ich lerne eine Sprache, ich lerne ein Instrument, ich lerne einen Menschen kennen und dadurch werde ich jemand anderes. Und jeder Gegenstand fordert anderes Lernen. Das eine muss schnell und zügig aufgefasst werden. Das andere braucht Ruhe und Geduld und ständige Wiederholung. Das eine braucht große Beobachtung, das andere braucht eine Art künstlerische Sensibilität. Ich muss, je nachdem, was ich lerne, und ich bin auch nicht für alles direkt begabt und geeignet, muss ich mich anders darauf einstellen. Das heißt, die Dinge fordern von mir, wie sie gelernt sein wollen. Das führt in der Waldorfschule dazu, dass man so viele handwerkliche Sachen hat, dass man so viele Weltbereiche den Schülern nahebringt, weil jeder Stoff, jeder Gegenstand der Welt eben seine eigenen Lernbedingungen umgeht. Ich muss mit Holz anders umgehen als mit Metall, als mit Wolle. Alles fordert quasi andere Art der Zuwendung und bringt deshalb am Ende eigene Fähigkeiten mit sich. Einspruch der Dinge, nannte das Käthe-Meyer-Drawe, dass wir die Dinge lernen. Ich glaube, ich mache einen kleinen Bruch und mache noch einmal eine andere Exkursion und gehe dann darauf ein. Ich hatte ein Lernerlebnis mit einer Schulklasse, was mich als Lehrer nachhaltig beeindruckt hat.
Und zwar hatte ich in der 9. Klasse, ich war damals auch nicht nur Deutschlehrer, sondern auch Klassenbetreuer, ich hatte die Aufgabe, eine 9. Klasse auf einem sogenannten Landwirtschaftspraktikum zu betreuen. Es waren 36, 37 Schüler. Mein Begleitlehrer, meine Begleitlehrerin, die eigentlich dabei hätte sein sollen, ist kurzfristig erkrankt, sodass ich da alleine stand. Wir sind auf einen Bauernhof gegangen. Der Hof hatte die Kapazität, alle Schüler unterzubringen. Und zwar gab es über den ehemaligen Schweinestall so eine Art Dachbodensituation mit Matratzenlager. Zwei große Räume, auf der einen Seite waren etwa 18 Jungens, auf der anderen Seite auch etwa gleich viel 18 Mädchen. Also das war, ich hatte mein Zimmer in der Mitte und habe die Tür nachts offen gelassen, um zu gucken, dass nicht allzu viel Verkehr da stattfindet. Es fiel auf, dass die Schüler, als wir mit dem Bus dahin gefahren sind, mit riesen Koffern, und das Gefühl, die sind auf Überseereise, also massive Koffer, die Hälfte der Koffer war von den Eltern oder wie auch immer mit Süßigkeiten vollgepackt und Coca-Cola. So irgendwie aus der Vermutung, auf dem Bauernhof gibt es nichts Richtiges zu essen oder so. Und der Rest war dann mit Kleidung und so weiter. Und die Situation war, Stadtkinder, in Dortmund war das, die kamen in den ersten Tagen mit dieser Landsituation absolut nicht zurecht. Das fing morgens mit dem Aufstehen an. Ich musste die dann etwa zivile Zeit, 6.30 Uhr wecken. Das war für die nicht unnormal. Die mussten eh sonst um 8 in der Schule sein. Trotzdem, ich habe kaum die Kinder aus dem Bett bekommen. Das war schon wirklich ein Gewaltakt, irgendwie dabei freundlich zu bleiben und nicht sonstige Hilfsmittel zu nehmen, um die um 7 Uhr beim Frühstück zu haben. Dann sollten die in Arbeitsgruppen sich verteilen. Und es gab dann immer eine Gruppe, die ging in den Stall, die andere aufs Feld, die beliebteste war, wo man Tiere irgendwie pflegen sollte. Ich weiß nicht, ob das für die Tiere so reizvoll war, aber wie auch immer. Es gab verschiedene Aufgaben. Ich hatte dann selber eine Gruppe auf dem Feld zu betreuen. Wir sollten ein vielleicht 6x4 großes Stück Acker bearbeiten. Es sollte umgegraben werden. Es war also Frühjahr, es sollte umgegraben werden. Mit 6 Schülern keine sehr aufwendige Arbeit. Aber man hatte das Gefühl, das waren auch Jungs alles, das Gefühl, die hatten in allen ihren Gliedern irgendwie wie Kaugummi oder sonst was. Die waren schlaksig, ohne Kraft, die waren nach 2 Minuten vollständig erschöpft, konnten kaum den Spaten heben, es sei denn, um dem anderen irgendwie Erde ins Gesicht zu pfeffern, mussten ständig irgendwie was holen, wahrscheinlich aus ihrem Koffer Süßigkeiten. Ich stand da, sollte 3 Stunden mit dem arbeiten und ich wusste nicht, wie kriege ich die, dass die einmal nur 5 Minuten den Spaten mit Kraft in den Boden, wenn man das so rhythmisch macht, irgendwie dann so eine Stunde alles. Nach 2 Stunden gesagt, so Schluss für heute, ihr seid so müde, ich sehe das, wir sind ja auch gerade erst angekommen. Zack, sind die in ihre Baracken, Sportklamotten an, 3-4 Stunden Fußball gespielt und gerannt und Kraft gehabt. Es war also keine Frage, alle Kräfte, die ich gerne hätte, sind also in diesem komischen Ball plötzlich quasi. Kein Problem. Und trotzdem war es real. Die hatten die Kraft nicht, die waren an der Stelle nicht zu gebrauchen, die waren nicht anwesend, aber wenn es ums Fußball ging, hatten die Kraft ohne Ende. Das Ganze war also in den ersten 3 Tagen eine relative Tortur. Das Essen der Bäuerin, was sehr gut war, blieb meistens stehen, bis dann die Koffer leer gefuttert waren. Dann gab es aber ein Lidl und die hatten ja auch Taschengeld. Und dann passierte mittags eine Situation, es kam ein Mädchen in den Speisesaal gerannt und rief, das Pferd ist abgehauen. Die ganze Klasse sprang auf, irgendein Dösel hatte das Gatter offen gelassen und das Pferd war weg. Und ich dachte, das passiert jetzt. Klasse hochaktiv will das Pferd einfangen. Das Pferd hatte quasi aber eine einzige Regel, das heißt nicht mehr als 20 Meter. Das heißt, es hat einen 20 Meter Abstand, egal was passierte. Die Klasse ging auf das Pferd zu, das Pferd ging weiter, die Klasse rannte, das Pferd rannte, die Klasse blieb stehen, das Pferd blieb stehen. Dieser 20 Meter Abstand war irgendwie an keiner Stelle durch alle Tricks nicht zu unterminieren, es war nichts zu machen. Und so ging das, ich ging hinterher und dachte, was passiert jetzt? Es ging weiter, eine Stunde unterwegs, immer weiter. Bis wir in einem Waldstück waren, da gab es eine Mulde, eine coole, und die Klasse beriet sich und hatte die Idee, wir gehen jetzt außen einen 20 Meter Abstand um das Pferd herum. Das haben sie dann gemacht, 20 Meter Abstand drumherum,
Und dann ging die ganze Prozedur genau so zurück, wie es hingegangen ist, bis das Pferd seelenruhig in das Gatter zurückging. Und das Problem war gelöst. Und von diesem Tag an, das war der dritte Tag, war der Bann wie gebrochen. Die Arbeit lief irgendwie wie am Schnürchen. Die Schüler haben sich plötzlich verbunden gehabt. Und das meine ich, diesen Moment, Teil der Wirklichkeit zu werden. Nicht außerhalb der Sache zu stehen, sondern wie eine Pädagogik hinzukriegen, dass die Schüler in der Sache sind und sie nicht von außen betrachten. Und das war irgendwie gelungen. Das Pferd hat es für mich getan. Also ich habe es sicherlich nicht geschafft. Plötzlich haben die Schüler sich gestritten, wer morgens um 5 Uhr mit dem Bauern in den Stall zum Melken durfte. Weil das war, durften immer nur 3, damit die Kühe nicht verrückt werden. Es wollten aber alle um 5 melken. Und dann wurde ein Kälbchen geboren und so weiter. Es war so ein Riesenevent, diese ganze Sache. Und es funktionierte. Es funktionierte, dass man sich mit diesem Hof verbunden hat. Dann war der Tag des Abschieds. Und es war tränenreich, Mädchen mussten sich von jedem einzelnen Lämmlein verabschieden. Der Bus ließ uns warten, es gab einen Stau, wir mussten also, haben irgendwie dann noch 2 Stunden, also Abschiedszeremonie zwangsweise machen müssen, bis der Bus endlich kam. Dann kamen wir zurück, es war immer noch Stau und ich dachte, oh Gott, jetzt mittags hätten wir an der Schule sein müssen und mittlerweile war es 17 Uhr, die Kinder sind hungrig, was machst du? Habe ich noch was Geld, kann ich denen irgendwie ein Essen kaufen und sah dann vom Bus aus ein gelbes M dort leuchten, nahm dann quasi das Mikro und sagte, liebe Schüler, ich habe gute Nachrichten, wir haben noch was Geld in der Klassenkasse, ich lade euch ein. Und ich wurde mit Buhrufen bedacht, wie ich mir überhaupt anmaßen könnte, nach solch einem Erlebnis überhaupt noch irgendwie da in solchen Laden rein zu können. Die Eltern erzählten am nächsten Elternabend, sie hätten den ganzen Kühlschrank irgendwie umsortieren müssen und nur noch gesundes Essen durfte. Also das hat dann vielleicht 2 Wochen gehalten, aber wie auch immer, es hat gewirkt. Und das ist eine interessante Situation. Der Hof war quasi eine Art Wirklichkeitsausschnitt. Und die Kinder haben was gelernt. Tatsächlich ist ein Lernprozess stattgefunden. Sie haben den Hof als Ganzes kennengelernt, sie haben die Herkunft der Lebensmittel kennengelernt, sie haben etwas über den Umgang mit Tieren und Pflanzen, über die Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten gelernt. Sie haben auch Arbeitsmotivation gelernt. Sie haben eine Art neuen Respekt und auch eine andere Art der Hinwendung zur Natur gelernt. Und was sehr wichtig war im pädagogischen Kontext, sie haben die Kraft und Stärke einer sozialen Gemeinschaft erfahren und gelernt. In einem Aufsatz habe ich das, so wie man das so macht, so ein bisschen wissenschaftlich formuliert. Das Lernen umfasst demnach in einem ganzheitlichen Sinne emotionale, motivationale, volatile, kognitive, ethisch-moralische und soziale Aspekte und Handlungskompetenzen. Das ist quasi alles abgedeckt worden. Man denkt, ja, klasse, wir machen jetzt Schule auf dem Bauernhof. Das geht natürlich nicht immer. Man kann nicht das Lernsetting, das ist ein besonderes Lernarrangement gewesen und Schule gibt es nicht her. Das ist eine Ausnahmesituation. Trotzdem wird an der Ausnahmesituation etwas klar, nämlich die Frage, wie kann ich Kinder und Jugendliche, wenn sie lernen, in ein teilnehmendes Verhältnis zur Wirklichkeit bringen? Wie kann ich es schaffen, dass sie die Dinge, die sie lernen, dass sie sich die zu eigen machen? Und das ist in jedem Fach die große Herausforderung, die wir als Lehrer haben. Das ist eine didaktische Herausforderung. Das fängt aber im Kindergarten schon an. Wie kann ich da die Kinder teilhaben lassen, sie nicht mit fertigen Dingen ständig versorge, mit dem besten Spielzeug, mit den besten Büchern und so weiter, sondern wie kann ich pädagogische Situationen schaffen, wo die Eigenaktivierung erfahren wird. Denn eine Frage, die lebt sehr bewusst in jedem Kind. Sagen wir mal, vielleicht erst unbewusst in den ersten Jahren, aber ich glaube, ab der 6. Klasse, ab der 7. Klasse, also mit leicht beginnender Pubertät, stellt jedes Kind irgendwie in der Schule die Frage, warum muss ich das lernen? Warum muss ich das lernen? Das ist das, was auch zu einer Schulfrustration führt. Ich kriege darauf, und dann sage ich als Lehrer, ja, weil du das später im Leben brauchst. Das ist also das, was jetzt schon blöd ist, ist die Perspektive, was später passiert. Also es ist ja irgendwie, wenn ich das als einzige Antwort habe, dann welche Lebenserwartung also, oder Zuversicht schaffe ich denn bei den Kindern, wenn ich so ein blödes Zeug für später auch noch brauche? Das heißt, es ist keine tragfähige Antwort.
Und ich glaube, wir sind als Pädagogen verpflichtet, diesem latenten Sinnbedürfnis, was sich als etwas sehr Wichtiges, Originäres und etwas eigentlich Zauberhaftes bei den Kindern erlebe, wie ich diesem Sinnbedürfnis als Lehrer begegnen kann. Dass das tatsächlich auch ergriffen wird, dass die Kinder da positiv mit umgehen, weil Sinn ist nicht etwas, was ich von außen vermitteln kann. Das ist was ganz Entscheidendes. Das ist keine Top-Down-Angelegenheit. Sinn ist immer etwas, was ich für mich finden muss, was für mich sinnvoll ist, was ich an mir selbst erlebe. Das nehme ich keinem ab, dass der sagt, das ist sinnvoll, tu das ja für dich, aber ich finde es irgendwie blöd. So erleben es die Kinder. Das heißt, dieses Bottom-Up-Situation, dass Sinn etwas ist, was in der Würde der Individualität stattfindet, das muss ich pädagogisch ernst nehmen und das stellt mich vor eine didaktische Herausforderung. Ich muss nämlich Lernarrangements schaffen, wo diese individuelle Sehnsucht nach Sinn nicht quasi verkümmert und man irgendwie, wenn man die Schule verlässt, das Gefühl hat, ist eh alles sinnlos, ja, so das Lebensgefühl, sondern wie kann ich das ernst nehmen und wie kann ich das produktiv anschauen? Und da gibt es keine allgemeine Antwort drauf. Das kann tatsächlich, jeder Pädagoge muss das in seinem Feld versuchen zu lösen. Mein Feld ist als Deutschlehrer, ich habe mit Sprache und Literatur zu tun. Natürlich habe ich mit Schülern zu tun, die quasi sich nicht ihr ganzes Leben lang darauf gefreut haben, Goethes Faust zu lesen. Das ist fern von denen, das ist auch viel zu kompliziert. Und ich möchte deshalb noch ein Beispiel nennen, um zu zeigen, wie es auch bei vielleicht schwierigen Themen möglich ist, diesen Sinnaspekt mit zu berücksichtigen und mit zu bedienen. Ich hatte in einer 11. Klasse das Projekt, dass wir den mittelalterlichen Roman Parzival lesen sollten. Und das ist etwas über 1000 Seiten, das Ding, 11. Klasse. Und die Reaktion der Schüler ist erschieren. Es ist 1000 Jahre alt. Warum müssen wir irgendwie, das interessiert doch heute keinen mehr, warum müssen wir uns mit so einem Zeug beschäftigen? Und das habe ich ja erwartet als Reaktion und habe erstmal gar nichts davon erzählt, dass wir uns mit Parzival beschäftigen. Man muss als Lehrer natürlich immer auch Tricks haben. Also habe ich erstmal gar nicht gesagt, was wir machen. Also unser Thema ist Biografie. Wir interessieren uns für den Lebenslauf des Menschen. Und dann habe ich, und das kann man bei Elfklässlern sehr gut machen, gefragt, wer erinnert sich an seine ersten Kindheitsjahre? Was sind eure ersten Erinnerungen? Das heißt, die Schüler sind in dem Alter 17, knapp 18. Die haben die schlimmsten Pubertätserlebnisse hinter sich, haben eine gewisse Reife im besten Sinne und können auf das schauen, was sie erlebt haben und interessieren sich auch dafür, weil sie sich beginnen, als Individualität zu begreifen und deshalb auch die eigene Biografie interessant finden. Und dann beginnen die sich ihre Kindheitserlebnisse zu erzählen. Und dann fragen wir nach und nach, was zeichnet eigentlich Biografie aus? Was ist Kindheit? Was ist Jugendalter? Wie ist das dann die Frage von Partnerschaft, Berufswahl? Was ist Beruf? Was bedeutet für den Menschen, einen Beruf zu haben für seine Biografie? Und was heißt es im Alter, wenn man das loslässt? Man lässt vielleicht die Kinder gehen aus dem Haus, man wird vielleicht verrentet, also überall da, wo man drin stand, im Saft, das muss man sich rausziehen lernen. Was heißt Alter vor diesem Hintergrund? Und das haben wir alles sehr genau angeschaut und dann haben wir versucht, wie kann man daran Fragen stellen? Und jeder Schüler hatte die Aufgabe, die Biografie eines lebenden Menschen zu verfassen. Erstmal gestöhnt, es sieht nach sehr viel Arbeit aus. Sie sollten ein Interview führen. Ich habe gesagt, führt ein Interview, aber bitte mit jemandem, der nicht berühmt ist. Und auch jemand, den ihr nicht gut kennt, also nicht die eigene Oma gleich überfallen oder so, sondern jemand, den ihr gar nicht kennt. Von dem ihr aber das Gefühl habt, dessen Leben möchte ich beschreiben und der soll alt sein, habe ich gesagt. Ja, was heißt hier alt? Soll er schon 40 sein? Nein, wenigstens, also was weiß ich, über 60, das ist das Minimum. Das Leben muss quasi schon auch abgelaufen sein. Man muss draufschauen können, vielleicht 70 oder sonst wie. Also man muss was erlebt haben. Man muss was erlebt haben. Das ist das Entscheidende. Ja, man merkt, es sind überall Fettnäpfchen, egal was man macht. Und wie gesagt, keine Verwandtschaft. So. Und dann, wie viel müssen wir denn schreiben? Sag ich, ja, ein ganzes Leben, also unter 20 Seiten kommt ihr da nicht weg. Das schaffen wir nie. Und solche legen die Herbstferien dazwischen. Und wie man so als Lehrer versucht, immer die Spitzen von diesen Dingen zu nehmen.
Dann gingen zwei Mädchen nach dieser Deutschstunde in den Stadtpark, der war nahe bei, es hat geregnet, die sind zu einem Unterstand gegangen und haben sich unterhalten über diese komische Aufgabe, was vor einem liegt. Und ein Ehepaar, was auch Schutz vor dem Regen gesucht hatte, hörte zu und nach einer Weile sagten die, ach, nehmt doch uns. Und das ist interessant, da ist das, was vorher eine bloß blöde Aufgabe irgendeines Deutschlehrers war, wird plötzlich Wirklichkeit, wird sozialer Kontakt. Das waren zwei Menschen, die sind schon zusammen zum Kindergarten gegangen und saßen jetzt als 70-jähriges Ehepaar dort. Plötzlich, da ist die Biografie zweier Menschen, die quasi früh verschränkt war und immer weitergegangen ist. Ein anderes Mädchen sagte, ja, ich möchte gerne die Biografie eines behinderten Menschen aufschreiben. Kann ich das auch machen? Ja, warum nicht? Was hast du denn vor? Ja, ich möchte jemand, der blind ist, gerne interviewen. Sag ich, ja, mach das. Wie willst du da rangehen? Ja, ich habe schon bei der Blindenschule der Stadt angerufen und die haben mir jemanden genannt. Und ich, okay, dann geh da hin. Das Mädchen hat das alles gemacht, hat es aufgeschrieben und beschreibt, wie sie dann eine Frau besuchen wollte, die irgendwie im dritten Stock wohnt, unten schellt, hochgeht, vor der Tür steht und Blumen auspackt. Und in einem Aufsatz, den sie schreibt, in dem Moment wie innehält und sich fragt, ist es eigentlich richtig, einer blinden Person Blumen mitzubringen? Und auch da dachte ich, ist genau dieser Moment, wo quasi man ist bei sich und jetzt ist die Begegnung und es wird anders. Und trifft auf einen Menschen, der mit etwa 7 Jahren erblindet ist. Und der Vater hat sich geschämt, dass die Tochter blind ist und wollte sie nicht im Haus haben und hat sie in ein Internat, in ein Blindeninternat getan. Oder vielleicht auch nicht geschämt, aber irgendwie war es ihm nicht angenehm. Das meint, das war der beste Ort, wie auch immer. Jedenfalls hat das Mädchen in diesem Alter mit dem Augenlicht sofort die Familie verloren. Die war nämlich auch weg. Hat dieses Blindeninternat absolviert, hat Abitur gemacht, hat geheiratet und hat 2 Kinder kurz hintereinander bekommen, 2 Mädchen. Und schildert als Mutter, wie das Schwierigste in dieser Situation gewesen ist, nicht zu sehen, in welchen alltäglichen Gefahren die Kinder sich bewegen. Also das ist das, was man ja immer als 7. Sinn hat. Also an den Kleinigkeiten, was passieren kann, das vorwegnehmen, dass man die Kinder immer ein bisschen im Auge hat. Dass das Schwierigste, dass die aber irgendwie wie als Dreiergemeinschaft das hingekriegt haben. Dann ist die Ehe auseinandergegangen und das Jugendamt sagte, nee, also eine blinde Mutter kann sich nicht um ein 10- und 12-jähriges Mädchen kümmern. Und dann kam das Jugendamt und hat gesehen, doch, das geht. Und die durfte die Kinder behalten. Und dann waren die Kinder aus dem Haus und dann fragt sie, und jetzt? Und dann hat sie angefangen zu studieren, und zwar Kunstgeschichte. Und hat dann einen Verein für Blinde, die Kunstreisen macht, gegründet und ist dann nach Florenz und hat die Skulpturen von Michelangelo betasten dürfen, hat also quasi andere Formen der Wahrnehmungen versucht zu aktualisieren. Und so beschreibt das Mädchen das alles in dieser Biografie und ganz am Ende fällt der Satz, Biografie ist nicht dasjenige, was einem zustößt, sondern dasjenige, was man daraus macht. Und als ich das gelesen habe, ist mir ein bisschen eine Gänsehaut eigentlich in den Rücken runtergegangen, weil es ist ein 17-Jähriger und es ist genau der Kern der Sache, dass also wir sind nicht Opfer dessen, was uns passiert, sondern wir sind diejenigen, die aktiv mit den Dingen sich auseinandersetzen und das ist bei dieser Biografie deutlich gewesen. Und dann vielleicht als letztes Beispiel ein Junge, Felix hieß er. Es ist so ein bisschen, als Lehrer kommt man leider in so eine Gender-Typologie, jungen Mädchen, die einen fleißig, die anderen nicht so. Das ist aber wirklich, es ist nicht böse gemeint, aber es erfüllt sich manchmal so ein bisschen. Sag ich, Felix, wie ist es? Bist du mit deiner Biografie weiter? Ja, Herr Schieren, ich bin dran. Dann sag ich, was heißt du bist dran? Ja, ich überlege gerade, wen ich aussuche. Das sag ich, Felix, in einer Woche ist der Abgabetermin. Wie willst du das schaffen? Ja, ich habe eine Idee. Felix, pass auf. Morgen sagst du mir, wen du interviewst. Das ist unser Vereinbarung. Morgen sagst du es mir. Nächsten Tag. Und Felix, wer ist es? Ja, Herr Schieren, ich habe den Postboten gefunden. Kann sich das vorstellen? Felix sitzt zu Hause, hat immer noch keine Idee, wen er interviewen kann. Der Postbote klingelt, Felix macht die Tür auf und fragt, dürfte ich Sie vielleicht... So, erfährt die Geschichte eines Mannes, der mit 17 Jahren als Aussteiger Deutschland verlassen hat und nach Indien gegangen ist und dort in einer Kommune 30, 40 Jahre gelebt hat, also ein richtiges Aussteigerleben.
dann Hepatitis oder irgendetwas sich eingefangen hat und die Krankenversorgung in Indien dafür jetzt nicht irgendwie optimal war und sich entschließt, zurück nach dort, muss dann also quasi in eine bürgerliche Existenz zurück und kommt bei der Post eben als Postbote unter. Und auch Felix beschreibt dann, das ist schon komisch, ich habe diesen Menschen, ich kenne den seit Jahren, weil der uns immer die Post bringt. Aber was ein Mensch ist, das steht ihm ja nicht im Gesicht geschrieben. Ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Wir denken immer, wir kennen die Menschen. Aber eigentlich sind die ja ihre Biografie, das, was sie erlebt und erfahren haben. Und erst wenn wir das wissen, verstehen wir, was ein Mensch ist. Also das ist nur am Beispiel jetzt des Deutschunterrichtes, um zu zeigen, wie kriegen wir es hin, dass wir das, was ich hier bei Steiner dargestellt habe, dass wir produktiv in die Wirklichkeit eingebunden werden, dass wir teilnehmen können am Wirklichkeitsprozess. Wie können wir das unterrichtlich aufgreifen und verarbeiten, sodass ein individuelles Sinnerlebnis kommt? Also Lernen hat immer auch mit Erinnern zu tun. Und der Erinnerungsbegriff in der Waldorfpädagogik spielt eine ganz besondere Rolle. Und da kommt jetzt ein etwas kompliziertes Zitat, was ich mit Ihnen zusammen gerne anschauen möchte. Da sagt Steiner nämlich über Erinnerung: Die Leiblichkeit würde alle Eindrücke immer wieder in nichts zurücksinken lassen, wenn nicht, indem durch den Wahrnehmungsakt die gegenwärtige Vorstellung sich bildet, zugleich in dem Verhältnisse zwischen Außenwelt und Seele sich etwas abspielte, was in dem Menschen eine solche Folge hat, dass er später durch Vorgänge in sich wieder eine Vorstellung von dem haben kann, was früher eine Vorstellung von außen her bewirkt hat. Das ist zugegebenermaßen wahnsinnig kompliziert geschrieben. Ich will es nur verkürzt sagen. In jeder Weltbegegnung passiert etwas zwischen Außenwelt und Seele. Und das ist, auf diesen Punkt wollte ich hinaus. In jeder Weltbegegnung werden wir quasi Teil der Welt. Und etwas von uns fließt auch in diese Welt hinein, nämlich das, was die Wirklichkeit ist, die wir im Bewusstsein tragen, die immer individuell ist. Und dieser Moment, der wird wie unbewusst, weil wir dann immer eine feste Gegenwartsvorstellung haben, aber gerade das ist das, was uns hinterher ermöglicht zu erinnern. Und es wird in einem nächsten Zitat jetzt nochmal deutlicher, leider auch ein bisschen komplizierter nochmal. Wer sich Übung für seelisches Beobachten erworben hat, wird finden können, dass der Ausdruck ganz schief ist, der von der Meinung ausgeht, man habe heute eine Vorstellung und morgen trete durch das Gedächtnis diese Vorstellung wieder auf, nachdem sie inzwischen irgendwo im Menschen sich abgelagert hat, aufgehalten hat. Nein, die Vorstellung, die ich jetzt habe, also die Sie jetzt im Moment auch haben, ist eine Erscheinung, die jetzt auch vorübergeht. Tritt Erinnerung ein, so findet in mir ein Vorgang statt, der die Folge von etwas ist, das außer dem Hervorrufen der gegenwärtigen Vorstellung in dem Verhältnis zwischen mir und Außenwelt stattgefunden hat. Nämlich der Punkt, wo Seele und Außenwelt sich verbunden haben. Die durch die Erinnerung hervorgerufene Vorstellung ist eine neue und nicht die aufbewahrte alte. Erinnerung besteht darin, dass wieder vorgestellt werden kann, nicht dass eine Vorstellung wieder aufleben kann. Was wieder eintritt, ist etwas anderes als die Vorstellung selbst. Wir haben also keine Festplatte im Kopf, wie man sonst gerne annimmt, wo wir Vorstellungen ablagern und dann hervorrufen. Das kann man machen und so kann man auch Lernprozesse organisieren. Irgendwie Festplatte beschreiben, prüfungsrelevant wieder hervorholen. Dann geht das, dass wir abgelagerte Vorstellungen hochholen. Steiners Erinnerungsbegriff ist aber anders. Und um ein bisschen Ihnen das Erlebnis, wir können nicht in die philosophische Tiefe heute Abend gehen, aber um das Erlebnis zu verdeutlichen, Sie kennen das, wenn Sie Orte der Kindheit aufsuchen, also beispielsweise ein Schulgebäude, wo Sie als Kind gewesen sind, oder ein Urlaubsort, oder vielleicht ein Haus, wo Sie als Kind oft gespielt haben, und Sie besuchen es als Erwachsener wieder, dann hat das manchmal, kann es wie so ein Flash-Erlebnis sein, ein bestimmter Geruch, ein bestimmter Lichteinfall, und man ist wie im Moment
hineinversetzt in eine Zeit, von der man gar nicht wusste, dass sie überhaupt noch da ist. Man ist also wie berührt von dem, was damals gewesen ist. Man begegnet sich selbst wieder in der Art, wie man damals in der Welt gestanden hat. Und das sind oft sinnliche Elemente. Oft ist es der Geruch oder das Licht oder vielleicht bestimmte Dinge, die dieses Erlebnis hervorrufen. Und so haftet eigentlich jeder Erinnerung so etwas wie ein Zauber an. Etwas in jeder Erinnerung begegnen wir uns selber wieder. Deshalb haben Erinnerungen so etwas Heilsames, Salutogenetisches fast. Sie haben so einen Moment der Selbstvergewisserung. Dass man sich an das erinnert, dass man sich das auch mitteilt, dass man, Sie kennen das in manchen Gesprächen, wo plötzlich der Erinnerungsstrom anfängt zu fließen, man sich über das austauscht, was man früher erlebt hat, weil man sich darin eigentlich als der begegnet, der damals tätig gewesen ist. Und das ist der entscheidende Moment. Man ist damals als Kind beteiligter gewesen an der Welt. Dieses Beteiligtsein, das geht weg, das vergisst man. Das ist eine Art unwillkürliches Vergessen. Das geht weg. Und dann hat man nur noch ein Vorstellungsbild in sich, was diese Beteiligung negiert. Und in dem Moment, wo man sich erinnert, begegnet man sich selber wieder als derjenige, der damals tätig gewesen ist. Und das ist der pädagogische Wert der Erinnerung, dass wir uns selbst als in der Welt Tätige erfahren und nicht bloß als quasi nicht zur Welt Gehörende. Und so braucht man eine bestimmte Form der Erinnerungskultur, die auch im pädagogischen Kontext gepflegt werden muss. Und dann kommt etwas Entscheidendes hinzu, und das gibt es meines Wissens, glaube ich, nur in der Waldorfpädagogik, nämlich, dass man den Aspekt des Vergessens substanziell in den Lernprozess integriert. Vergessen gehört dazu. Das heißt, der Epochenunterricht an der Waldorfschule, wo man in 4 Wochen konzentriert etwas macht und es dann wieder loslässt, führt dazu, dass man willkürlich beginnt, etwas zu vergessen, um, wenn man es später aufgreift, besser auf den eigenen Tätigkeitsbezug Bezug nehmen zu können. Das ist die Idee, wirklich sehr verkürzt dargestellt, die diesem Erinnerungskonzept Steiners da zugrunde liegt. Ich möchte meinen Einleitungsvortrag jetzt schließen mit einem letzten kleinen Bild und einer kurzen Zusammenfassung. Und zwar möchte ich die einzelnen Aspekte des Lernens in einem Bild fassen. Sie alle kennen das Märchen von Frau Holle. Da ist die Rede von 2 Mädchen. Ein Mädchen ist fleißig, und so ist das im Märchen immer auch entsprechend schön, sitzt am Brunnen mit einer Spindel und versucht im Garn da auf die Spindel aufzuziehen aus der Wolle, sticht sich dabei, verliert die Spindel im Brunnen und aus Sorge eben, dass die weg ist, springt sie hinterher, kommt in einer anderen Welt wiederum zu sich, und in dieser Welt scheint etwas verkehrt zu sein. Die Dinge sprechen mit ihr. Der Baum möchte, dass die Äpfel abgepflückt werden, die Brote im Ofen rufen, dass sie rausgeholt werden möchten, und sie trifft auf Frau Holle, die ihr allerlei Aufgaben gibt. Und dann verlässt sie nach einer gewissen Zeit dieses Reich wieder, aber es braucht Zeit, dass sie dieses Reich wieder verlässt und geht durch ein Tor und wird mit lauter Gold beschenkt. Das ist ein Bild für das, was ich gerade als den Lernvorgang versuchte zu bezeichnen. Dass man nämlich eigentlich als Menschen immer die Wahrnehmungen, die uns durch unsere Sinne zukommen, versucht, in der Spindel unseres Bewusstseins zu einem Garn zu verfertigen. Das Garn ist der Sinnzusammenhang, den wir, die Sinnstruktur, die wir eigenaktiv in die Weltverhältnisse versuchen zu integrieren. Und dabei ist das pädagogische Besondere, müssen wir personal angesprochen sein. Das Blut muss ein bisschen fließen, das muss ein bisschen wehtun, es muss schmerzen. Man muss im Sinne von Käthe-Meyer-Drawe, man muss auch Krisen haben. Es gehört zu jedem Lernvorgang diese Art Krise. Man muss personal involviert sein. Und dann gibt es den Moment, und den merkt man beim Lernen sehr genau, wo man die Reiche wechselt. Als Lehrer in der Klasse gelingt es manchmal, dass es plötzlich still ist. Und die Kinder arbeiten. Es ist plötzlich, wenn sie so als Lehrer tätig sind, wissen sie das, oh, jetzt
Alle arbeiten. Das ist der Moment, wo man nicht mehr hinten steht und anfängt, irgendwie die Sache in Gang zu kriegen, sondern wo die Dinge anfangen zu sprechen. Wo die Brote rausgenommen werden, die Apfel, wo die Welt in dem, was sie ist, den Lernenden sagt, was getan werden soll. Wenn ich das als hinkriege, wie es beim Bauernhof der Fall war, dass die Dinge sprechen, dann habe ich ein glückliches Lernarrangement geschaffen. Und da muss man sich gute Gedanken machen, gute Ideen haben, dass das geht. Und wenn man dieses Reich wieder verlässt, dann ist man mit Gold bestückt. Dann hat man Fähigkeiten, die bleiben. Diese Fähigkeiten, die man da erworben hat, die nimmt man sein ganzes Leben mit, weil man sich personal damit verbunden hat. Das ist quasi ein Bild, was ich einmal noch vor Sie hinstellen wollte, um diesen Bildungs- und Lernbegriff zu vergegenwärtigen. Zusammenfassend, jetzt sehr knapp, haben wir gesagt, Lernen ist immer eine Transformation. Also ein krisengeleitetes Heraustreten aus dem Vorstellungsbewusstsein, in dem wir alle sind, und eine aktive Vereinigung mit der Wirklichkeit. Lernen hat mit Vergessen zu tun, mit Überzeitlichkeit. Es ist eine Art Heraustreten aus dem Zeitkontext, was aber heißt, wir brauchen Zeit. Ich lasse manche Teile weg. Lernen hat mit Fähigkeitsbildung zu tun. Das ist das Märchen, was ich gerade erwähnt habe. Der Goldregen des Lernens ist der Selbstgewinn in den eigenen Fähigkeiten. Lernen sollte möglichst ganzheitlich organisiert sein. Das ist eine Idee, das methodisch-didaktisch zu arrangieren, dass ich quasi alle möglichen, quasi, wie soll man sagen, den ganzen Menschen anspreche und nicht nur den intellektuellen Menschen, sondern auch den Menschen mit seinen Sinnen. Lernen hat etwas mit Gesetzmäßigkeit, mit Wahrheit zu tun. Das ist das, was ich als Einspruch der Dinge, also wir lernen die Dinge in dem, wie sie sind. Und ich merke im Lernen, ob das, was ich lerne, stimmt. Beispielsweise, dass die Leute, wenn ich eine fremde Sprache spreche, mich auch verstehen. Ja, das ist nicht der Wahrheitsbegriff, der ist philosophisch, wird oft in Frage gestellt, Wahrheit gibt es nicht, es gibt nur subjektive. Philosophisch kann man das gerne machen, aber im Leben weiß ich doch, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Und da darf ich auch quasi in der Schule, muss ich darauf achten, dass die Schüler das, was sie lernen, dass ihnen das auch Boden unter den Füßen gibt. Dass ich tatsächlich die Dinge besser verstehe und ich habe ein Richtigkeits- und Stimmigkeitsgefühl. Und das kann ich auch kommunizieren in der Klasse, in der ich arbeite. Und als letzter Punkt, dass aus dieser Verbindung von Welt und Selbst ein eigene Sinnhorizonte, ein eigener individuelles Sinnerleben hervorgeht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus